P beginnen. So wäre die Reihenfolge. Bitte schön, Herr Kiesling, freue mich drauf. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auf dem Weg her hat es mich ja gelockt, Herr Reiseleiter zu sagen, aber dann doch, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Ich verreise ja wirklich gerne. Wenn man verreist, dann kann man was erleben, dann kann man Geschichten erzählen. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an meine Reise, die ich mit Helga Oros gemacht habe, damals nach Coventry, und an die Geschichte, wo sie uns im Keller die Amtskette des Oberbürgermeisters gezeigt hat, die sie in ihrer Handtasche herumgetragen hat, wo alle Namen aller Oberbürgermeister eingraviert sind, außer Wolfgang Berghofer, was ich bis heute für schoflich halte. Und wenn ich dann nach Hause komme und meiner Familie solche Geschichten erzähle, der Gartensport, in meiner Familie sind einfache Leute, dann freuen die sich und niemand würde von denen je auf die Idee kommen, zu mir zu sagen, was fällt dir ein, wie kannst du auf Stadtkosten verreisen? Und dann kam im Frühjahr dieses Jahres die Einladung des Oberbürgermeisters, wir sollten doch Bescheid sagen, ob wir mit nach Mannheim reisen wollen. Nach Mannheim. Und zwar nicht ausgesucht nach Fachlichkeit oder nach einigen wenigen, die sich dafür besonders interessierten, sondern an alle. An alle 70 Mitglieder dieses Stadtrates plus eine ganze Menge Verwaltungsmitarbeiter, davon wusste ich damals noch nichts. Wäre der Plan also aufgegangen, wir hätten uns alle bereit erklärt mitzufahren und die Verwaltung noch dazu, dann wäre eine 100-köpfige Reisegruppe nach Mannheim aufgebrochen. 100 Mann, die dann morgen früh hier vom Rathaus oder ich weiß nicht, wo es losgeht, mit Bussen in eine andere Stadt fahren. Warum eigentlich mit Bussen? Haben wir nicht Klimanotstand? War der Zug nicht angemessen? Nur so als Frage für diejenigen, die von den Grünen zum Beispiel mitfahren. Und dann hätten die Zeitung das gefilmt und ich glaube, ich wäre aus der Gartensparte meiner Eltern einfach rausgeflogen. Die hätten mit Fingern auf mich gezeigt, warum ich solchen Mist mitmache. Und deswegen muss man sich die Situation noch mal zu Gemüte führen. Da können Sie auch sagen, wie Sie wollen von der AfD, weil Sie nämlich nicht mehr nah dran sind an den Leuten. Sie sind einfach weit weg, weit weg. Ja? Wir haben nie mehr zustimmende Post in unserer Fraktion bekommen als bei dieser Frage, die gesagt hat, genau darum geht es, Maß halten, vernünftig sein, sich selber einschränken in einer Zeit, in der für einfache Leute die Preise für Brot und Butter steigen im Laden und die sagen, wie kann es sein, wenn wir uns einschränken müssen, fahren die in einer Riesengruppe irgendwo hin. Das muss man sich vorstellen, in einer Zeit, wo uns im Sportausschuss erzählt wird, das Geld reicht nicht und wir müssen uns einschränken und wir werden im Kinder- und Jugendsport nicht mehr alles fördern können. Das war die Situation. Ihnen war es egal, Sie freuen sich auf die Reise. Die AfD hat eine besonders große Delegation. Ja? So, und dann schauen wir uns das an und wir sagen als Fraktion, nee, das ist uns zu doof. Wir wollen doch da einfach mal die Notbremse einziehen. Wir treten einen Antrag vor, der ist ganz einfach. Es sollen nur 10 fahren. Und das gesparte Geld geht in Sport. Ein ganz einfacher Antrag. Und zu meiner allergrößten Verwunderung sagt der Oberbürgermeister nicht, das nehme ich sportlich, das geben wir in Rat, vielleicht klappt es, vielleicht nie, sondern er blockiert diesen Antrag und macht damit aus einer Petitesse, wo wir dem Volk aufs Maul geschaut haben, was man darf als Politik, was auch wichtig ist, aus einer Petitesse ein Politikum, indem man nämlich eine Fraktion des Rechtes beraubt, einen Antrag hier einzubringen und eigentlich dem ganzen Stadtrat das Recht nimmt, über Angelegenheiten zu reden, die den Stadtrat ureigens betreffen. Und ich bin sehr glücklich, dass meine Fraktion diese Frage eben nicht als Kleinigkeit abgetan hat, sondern vor Gerichten dieses Recht erstritten hat. Und nun ist die Zeit hinweggegangen und da passiert was Spannendes. Wenn man nämlich politisch auf der richtigen Linie ist, dann stellt sich manchmal das gewünschte Ergebnis fast von selbst ein. Weil allein die öffentliche Diskussion darum, dass ja eine viel zu große Reisegruppe verreisen soll, hat dazu geführt, dass fast alle aus dem Stadtrat gesagt haben, nein, da fahren wir nicht mit. Ich glaube, 17 sind noch übrig, wenn ich es recht weiß. Das heißt, politische Diskussion funktioniert in diesem Land. Und das ist eine gute Nachricht. Es heißt aber auch, sie ist vom Oberbürgermeister so moderiert worden, dass der Stadt Schaden entsteht, weil überregional darüber berichtet wurde, dass ein Oberbürgermeister seinem Stadtrat nicht zutraut, über so eine einfache Sache zu debattieren, wie darüber, ob man verreisen möchte. Das ist das Ärgerliche daran. Wir haben unseren Antrag jetzt modernisiert und angepasst ein bisschen der Lage. Wir möchten, dass der Stadtrat erstmal begrüßt, dass diese Verkleinerung von selbst eingetreten ist. Wir sagen, OB, er wird ja vermutlich mitfahren, guck aufs Geld vor Ort, ja, spar noch ein bisschen. Wir appellieren an diejenigen, die doch mitfahren, ob angesichts der Haushaltssperre nicht vielleicht der ein oder andere seinen Anteil an den Reisekosten selbst trägt.
Und falls dann doch noch ein paar Euro übrig sind, würden wir gerne die Sportförderung geben. Da wird im Moment jeder Euro gebraucht. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt wäre die Chance, den Ersetzungsantrag Freie Wähler einzubringen. Oder eine Fraktionsrunde. Jetzt, bitte schön, Herr Lippmann, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auf den Vorredner und den Ursprungsantrag nicht weiter eingehen. Das Thema ist, denke ich, hinreichend in den letzten Tagen diskutiert worden, auch medial aufgegriffen worden. Wir haben einen schlicht und einfachen Ersetzungsantrag gestellt, der da lautet, der Stadtrat nimmt die Einladung des OB an, respektive die Kolleginnen und Kollegen, die freigestellt werden, die es aus familiären und sonstigen Gründen ermöglichen können, teilzunehmen. Das sind nicht alle, wie wir wissen. Einige haben vom Arbeitgeber keine Freigabe gekriegt und so weiter. Aber ich denke, es ist eine echte und ernste Absicht dahinter gewesen. Es ist fernab einer Luxusreise. Der OB hat das begründet. Es gibt fachliche Gründe für so ein Riesenprojekt, eben die aktuelle Buche in Mannheim, sich anzuschauen. Und ob der Bus jetzt 40 Personen, 60 oder 80 umfasst, ist, denke ich mal, in dem Kontext egal. Also stimmen Sie unserem Ersetzungsantrag zu und schaffen damit oder die Voraussetzung bzw. die Notwendigkeit wird damit erfüllt, die uns das OVG aufgegeben hat, uns mit dem Thema zu befassen und am Ende auch, ich sage es mal, mit einem handhabbaren Beschluss dort rauszugehen. Noch ein Wort zu den Herren Sparvorschlägen, die damit verbunden sind. Unsere Fraktion hatte vorgeschlagen, zum Beispiel die Ausschüsse zu verkleinern. Unisono haben die großen Fraktionen das abgelehnt, macht per anno 100.000 Euro im Jahr, die man hätte sparen können, ohne dass es einen qualitativen Einschnitt bedeutet hätte für unsere Arbeit, ist aber auch abgelehnt worden. Und das wollte ich einfach an der Stelle noch mal loswerden, wenn es um die Einsparung von einigen 1.000 Euro gibt. Wir gucken immerhin aufs Geld, wir gucken genau hin aufs Geld, aber an der Stelle das so zu formulieren, ist, denke ich mal, etwas demagogisch. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. FDP, wird das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler hatten jetzt, oder wollen Sie noch mal? Nein. Dann Dissidenten, das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD, Herr Lazinski. Hallo. Gut. Ich würde es gleich vom Platz machen, aus dem einfachen Grund. Herrn Kiesling hat es ja gesagt, Maß halten. Wenn man sich mal die Sitzungsentschädigung des Stadtrates für den Juli anschaut, wird man ganz schnell ausrechnen können, dass eine fünfminütige Rede den Steuerzahler 1.000 Euro kostet. Die Reise insgesamt hätte 10.000 Euro gekostet. Deswegen würde ich auch die Debatte versuchen, möglichst kurz zu halten. Wir werden diesen Antrag ablehnen, weil es einfach nur billiger Populismus ist. Danke. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Tribüne und im Stream. Ja, Herr Hilbert, diese Klatsche vorm Oberverwaltungsgericht hätten Sie sich und uns ersparen können. Sie hätten uns im März abstimmen lassen können über den linken Antrag und der wäre dann abgelehnt worden und gut wäre es gewesen. Und nun haben wir, darauf wurde, denke ich, mit Recht hingewiesen, eine große Debatte gehabt und Dresden steht da mal wieder nicht besonders gut da. Aber das muss man so sagen, es ist leider so, dass Sie sich seit Ihrer Wiederwahl in der Attitüde eines Gutsherrn gefallen, der seine Gunst nach Gutdünken verteilt. Beigeordnetenwahl, Stellvertreterwahl haben dafür genügend Anschauungsmaterial geboten. Warten Sie es ab. Ja? Aber Demokratie bedeutet, dass man miteinander redet. Und das bedeutet dann auch, wenn man mit jemandem verreisen möchte, dass man denjenigen oder diejenige vielleicht fragt, ob er oder sie überhaupt will. Und wer alles will. Das haben Sie leider sträflich versäumt und deshalb müssen wir das jetzt hier nachholen. Zum Antrag der Linken und zur Reise selber.
Wir wollen 2033 in Dresden eine Buga veranstalten und wir müssen dieses Jahr darüber entscheiden. Und da machen sich viele Leute viele Gedanken dazu. Wir haben einen Buga-Beirat, der auch ziemlich oft tagt und wo auch gute Konzepte präsentiert werden. Es geht hier um eine dreistellige Millionensumme, die es hier an Investitionen dann zu verteilen geben wird. Und da ist es doch nur selbstverständlich, dass ein Stadtrat, der darüber zu entscheiden hat, sich auch kundig machen sollte darüber. Und nicht nur 10 Stadträte oder so, wie die Linke das vorgeschlagen hat, sondern eben alle, die das wollen. Ne? Und von daher ist diese Reise sicherlich gut und gerechtfertigt. Ne? Und nun gibt es eine Stadt, eben Mannheim, wo in diesem Jahr eine Buga veranstaltet wird. Und da ist es doch nur gut, wenn man sich dort eben informiert. Und das kann man nun nur bis Oktober, Haushaltssperre hin, Haushaltssperre her, um das Ganze zu besichtigen. Ja, und nun haben wir den linken Antrag jetzt noch mal in einer komplett anderen Formulierung bekommen. Da geht es dann also vor allen Dingen ums Geld. Ja, und da muss man jetzt auch mal so ein bisschen drauf gucken. Also diese Reise ist nun, weiß Gott, keine Vergnügungsreise. Wenn man sich die Agenda dafür morgen und übermorgen anguckt, dann ist das alles ziemlich dicht getaktet. Das ist eben Arbeit und kein Vergnügen. Und da ist es nun üblich, dass man so etwas Dienstreise nennt. Ne? Und Dienstreisen werden nun eben normalerweise auch bezahlt. Ne? Nun hat das ja für genügend Aufsehen gesorgt und es ist honorig, dass es eben in unseren Reihen einige gibt, die sagen, gut, dann zahlen wir das eben aus der eigenen Tasche, also gerade auch in unserer Fraktion. Aber das darf nicht zum Prinzip werden, sondern es geht darum, dass eben Dinge, die notwendig sind und die dann auch ein bisschen Geld kosten, dass die dann getan werden. Und ich denke, der Ertrag dieser Reise wird für die Entscheidung über diese Buga-Bewerbung wirklich auch wichtig sein. Ne? Deshalb werden wir also eben den Antrag der Linken auch in der veränderten Form ablehnen. Nur noch zum Antrag der Freien Wähler. Naja, also das ist jetzt wieder der gleiche Webfehler. Nicht? Also Sie sagen da, der Stadtrat freut sich über die Einladung oder so. Wer ist der Stadtrat? Nicht? Der Stadtrat sind 70 Stadträtinnen und Stadträte und da hat jeder selber darüber zu entscheiden, ob er sich freut oder nicht. Nicht? Also von daher halten wir den auch für ein bisschen unsinnig, muss ich leider sagen, und werden ihn auch ablehnen. Vielen Dank. So, CDU das Wort gewünscht. Frau Arnolds, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger, der Oberbürgermeister hat hier Anfang des Jahres eine Initiative aufgegriffen, die aus dem Stadtrat herauskam. Ganz, ganz viele Kolleginnen der Linken, die SPD ganz vorn dabei, die Kolleginnen der Grünen, auch bei uns, nämlich die Frage, diese Initiative der Frauen, die unbedingt wollte, dass der Zusammenhalt hier und das Miteinander im Stadtrat anders wird. Nun, es ist anders geworden, aber es ist deutlich, deutlich schlechter geworden als vorher. Insofern, bis zu diesem Zeitpunkt ist immer kritisiert worden, dass nichts davon umgesetzt wird. Jetzt wird es umgesetzt, jetzt ist es auch falsch. Wir haben für uns als CDU-Fraktion die Entscheidung getroffen, an dieser Reise teilzunehmen. Und zwar in entsprechender Zahl, werden unseren Beitrag dazu leisten. Es ist, glaube ich, schwierig, sich in Populismus immer weiter hier zu überschlagen. Das wird ein Leuchtturmprojekt sein und wir werden hier im Stadtrat darüber entscheiden. Und für uns ist es ganz wichtig, dass diese Buga, dass das, was wir hier an verschiedenen Stellen in unserer Stadt entwickeln, und einen dreistelligen Millionenbetrag ausgeben, dass das genau so ausgegeben wird, dass wir nicht in Größenordnung zurückbauen müssen, dass wir von den Erfahrungen anderer Städte profitieren und dass das für die Bürgerinnen und Bürger in Dresden tatsächlich ein Gewinn ist. Und genau deshalb ist es richtig und wir werden den Antrag der Linken ablehnen. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Ich habe eine Wortmeldung noch, Herr Wirtz. Können wir das gleich zum Schlusswort machen? Dann bitteschön.
Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, es wird hier von Populismus geredet, von billigem Populismus. Vielleicht ist es ja populär, solche Reisen billig zu machen. Und was der Herr Oberbürgermeister hier gemacht hat, ist ja teurer Populismus. Mich hat diese Einladung im Februar erreicht, nachdem ich am 31. Januar einen Vormittag von meiner Arbeitszeit abgezwackt habe und am Verwaltungsgericht verbracht habe und dort dann bestätigt bekommen hat, dass mich der Herr Oberbürgermeister knapp 2 Jahre vorher an meinen Rechten verletzt hat, indem er eine Vorlage nicht rechtzeitig vorgelegt hat. Es ging da um die Ausübung einer Ankaufsoption über 9 Millionen Euro 2 Stunden vorher vor der Sitzung. In dieser Situation war mir nicht danach, die Kommunikation zu verbessern, zumal aus dem Rathaus bisher kein Signal der Einsicht oder der Korrektur gekommen ist, sondern es wurden die Kosten des Rechtsstreites beklagt. Aber wenn ich eine Rechtsverletzung des Oberbürgermeisters nicht moniere, sind sie das nächste Mal gelebte Übung und auch durch niemanden mehr zu monieren. Wir haben es gestern erlebt mit dem Heizhammer im Bundestag, wo noch ein Abgeordneter geklagt hat und eine Rechtsverletzung der Regierung, dass das Parlament in seinen Rechten verletzt ist, rückgängig gemacht hat. Meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Verzwergung des Parlamentarismus und damit einer Entdemokratisierung unserer Stadtpolitik geraten. Ich finde es unverantwortlich zu sagen, ja, man soll die Reise annehmen, aber man soll im Prinzip die Ausschüsse verkleinern. Herr Lippmann, Sie reden hier dauernd von Einsparungen, die Ihre Fraktion gar nicht betreffen würden. Weil Sie würden gar nichts einsparen, Ihre Fraktion. Sie würden ja so an Ihnen würde gar nicht gespart. Hören Sie auf, hier rumzubrüllen, Herr Genschmar. Sorgen Sie mal für Ruhe. So, Sie haben auch nur ein Ausschussmitglied und würden auch gar nichts zur Einsparung beitragen. Sie verlangen immer nur, dass andere einsparen. Ja, natürlich wird er einsparen, aber nicht bei Ihnen. Sie verlangen immer nur, dass was eingespart wird, wenn es Sie nicht betrifft. So, das Nächste ist, der Oberbürgermeister möchte die Kommunikation verbessern und garniert das dann mit der Ablehnung eines Antrages, den auf die Tagesordnung zu setzen, damit weiterhin das Recht dieses Stadtrates zu brechen. Und das wird ihm dann in zweiter Instanz unwiderruflich durch die Kassierung eines Urteils vom Verwaltungsgericht bescheinigt. Und dann stehen wir heute hier. Meine Damen und Herren, es geht darum, den Parlamentarismus und die Demokratie zu verteidigen. Wenn wir uns weiter verzwergen vor der Exekutive, dann wird das Parlament bald nichts mehr zu sagen haben. Und dagegen müssen wir uns wehren. Es ist in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht hinnehmbar, dass im Prinzip eine parlamentarische Lustreise angetreten wird mit 70 Leuten. Es kommt noch Folgendes hinzu. Der Juni ist einer der schlimmsten Monate in diesem ganzen Stadtrat, weil es so viele Termine gibt. Morgen ist Zeugnisausgabe und Sonnabend im Prinzip ist Urlaubsbeginn. Es ist vollkommen unsensibel gewesen, auch diesen Termin auszuwählen. Und dann nochmal dazu, wir reden hier von Einsparungen. Gleichzeitig jubeln Sie hier, dass hier ein dreistelliger Millionenbetrag in den Süden Dresdens kommt. In Mannheim ist eine Militärfläche konvertiert worden. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier im Prinzip einige Grünländer, die vielleicht durch die Buga zum Grünzug verwandelt werden können. Aber ob dieses Geld in der Tat in 12 Jahren zur Verfügung steht, das wird sich erst noch zeigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die heute sehr mangelhaft war. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, dann kämen wir zur Abstimmung. Ich gehe davon aus, dass der Antrag, der jetzt als Änderungsantrag eingereicht ist von den Linken, die Abstimmungsgrundlage ist und nehmen wir das im Original machen. Also habe ich einen Ersetzungsantrag von Freie Wähler, Freie Bürger, den würde ich zunächst abstimmen, bekommt eine Mehrheit, ist Schluss. Kommt da keine Mehrheit, stimmen wir dann über den von Fraktion Die Linken jetzt als Änderungsantrag eingereicht ab. Und je nachdem, wie das ausgeht, ist es dann zugestimmt oder abgelehnt. So, wer dem Ersetzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
35 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist das so angenommen und wäre dementsprechend beschlossen. Und der Tagesordnungspunkt damit beendet.